Hallo Gaming-Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Game Collector. Es geht weiter mit Star Wars Outlaws. Und zwar, wir machen wieder die Hauptmission weiter. Und zwar, wir müssen jetzt Richtung Tatooine, um dort den nächsten Kollegen zu engagieren. Ich werde wahrscheinlich demnächst mal noch so eine Nebenmission-Story machen. Und dann gucken wir mal. Beziehungsweise, bevor wir jetzt hier nach Tatooine reisen, werde ich erst einmal nochmal so ein bisschen was untersuchen, was wir hier noch alles so finden. Ich möchte nämlich ja trotzdem noch ein bisschen was einsammeln. So, wir können jetzt hier zu Tatooine. Machen wir aber dann später. Ein kleines Gefecht. Haltet euch lieber fest! Wir sind getroffen! Okay, na, sollte man dann vielleicht doch mal Richtung Tatooine. Das Schiff hat was abbekommen. Okay, reisen wir mal Richtung Tatooine. Doch nicht so einfach. Da können wir da vielleicht einmal was mitnehmen. Mal gucken, was da noch ist. Unentdeckter Ort. Okay, naja, da waren wir schon mal. Also wie gesagt, bevor wir Richtung Tatooine reisen, nehmen wir da erst einmal ein bisschen was mit. Das schaut schon mal gut aus. Das nehmen wir doch mal glatt mit. Könnte man vielleicht mitnehmen. War das noch eine alte Übertragung? Ja, von derselben Quelle. Wir können sie immer noch nicht dekodieren. Aber mit ein paar mehr Übertragungen kann ich den Ursprung triangulieren.
Station. Okay, da waren wir schon. Sehr schön. Ist auch noch was. Auch irgendein altes Trümmerschiff oder Trümmertal. Da sind mehrere Sachen, die wir da mitnehmen können. Das ist geil. Ah, das ist so geil, das ist ein Haufen. Können wir das mitnehmen? Und dann nur irgendwas finden. Jetzt muss man zerstören, dass man das bekommt. So, gucken wir mal, ob wir noch was finden. Sei vorsichtig. Dieser Ort ist vermieden. Ein bisschen Raumgefecht, das darf schon mal sein. Blaster sind überhitzt.
Das Schiff ist wieder repariert, das passt. Ah, ich denke, ich habe jetzt genug mitgenommen. Gehen wir in den Hyperraum. Tatooine. Der Hyperantrieb ist gleich online. So, und let's go. So, hey, dann machen wir mal die Hauptmission. Ich schon die ganze Zeit, wo das Loch in deiner Brust herkommt. Als Kommandodroide kommt man gelegentlich in gefährliche Situationen. Tja, aber ist immer noch hier. Ist es gut? Ja. So, Tatooine. Perfekt. Oh, sind das Pikeschiffe? Und die Pikes drängen sich in ihr Gebiet. Wie es aussieht, entfernen sich die Spannung. Weißt du, es wäre schön, ab und zu einen Planeten zu besuchen, der kein Kriegsgebiet ist. Provinzsheriff verhaftet, weil er Vaporatoren geklaut hat. Klingt nicht sehr legendär. Bei seinem Ruf war das bestimmt Absicht. Möglich. Was, traust du Jalins Leuten nicht? Ich traue niemandem. Oh, nicht mal mir? Hast recht. Ich werde mal nach draußen gehen. In Ordnung. Okay. So, da können wir, glaube ich, nochmal was modifizieren. Zusammensetzen und ausrüsten, okay. Perfekt. Für dich wurden hier einige Sachen hinterlegt, Kay. Oho. Könnte nützlich sein. Die können wir eigentlich gleich mal ausrüsten. Wenn wir schon dabei sind. So. Leiterschrank. Jawohl. So, dann gucken wir mal. Schaut schon mal geil aus. Behält man die Jacke? Nee, nehmen wir die wieder, die klassische. Dann schauen wir mal. Fahren wir. Sprich mit dem Sheriff. Okay, der wird da. Nicht weit von hier verhaftet. Suchen wir nach dem Sheriff und bieten ihm ein Geschäft an. Gut. Ist es normal, dass die Stadt so leer ist? Keine Ahnung. Aber sei wachsam. Edwin ist schon geil. Auch niemand da.
Eher eigenartig. Wie er sein soll. Schauen. Das ist schon die richtige Richtung. Der muss hier irgendwo sein. Ah, da ist er. Das könnte sein. Das ist der Sheriff. Hallo, ich suche einen Typen namens Hoss. Mit den Hutten? Für mich selbst. Dann ist es gerade schlecht. Hab gehört, dass ihr kommt. Quint? Sadachuba? Chitinka? Obapumakuna? Kionakas Eldagi? Nicht mehr. Ich bin jetzt Sheriff, Quint. Sheriff? Joypata. Gigi Sashut Watasheos. Da seid ihr nicht allein. Ihr kommt ein paar Tage zu spät. Er ist weg. Aku. Obergraber Mulira on Isubas? Nein, er hat in meiner Stadt geplündert. Ich habe ihn eingesperrt, aber dann ist er ausgebrochen und verschwunden. War die Mühe echt nicht wert, noch nach ihm zu suchen. Aber Oberwente Noatinka, Kavastufbono Nolia, Tatooine, Bataji Sanobata Kunobata, Tajaba, Amtekapa. Ihr werdet den Leuten hier nichts wegnehmen. Chitwama, no jama. Super. Tolle Teamarbeit. Das war's noch nicht. Hutten sind wie Sonnenschaben. Es kommen immer noch mehr. Unahoa! Habt ihr hier oft mit denen zu tun? Die Hutten nutzen jeden Vorwand, um uns anzugreifen. Oh, also dann passt das ja, dass du hier bist. Ich tue, was ich kann. So, so. Du bist also auch hinter Haus her, Kopfgeldjägerin. Nenn mich Kay und ich will nur mit ihm reden. Das ist das Letzte, was ich mit ihm machen würde. Aber ich bin dankbar für die Hilfe. Dankbar genug, um den Gefallen zu erwidern, Sheriff? Ich sag dir, was ich den anderen Kopfgeldjägern gesagt habe. Haus wollte unser kleines Paradies hier ausrauben. Ich habe ihn bei der verlassenen Feuchtfarm gestellt. Dort hatte er sich eine Weile verkrochen. Dann fange ich da an. Beeil dich lieber. Jabba bietet viel Geld für die Ratte. Könnte man vielleicht einmal so einen Auftrag für Jabba erledigen? Das wäre mal eine Überlegung wert. Hoss ist geflohen. Der Sheriff meint, ich soll's bei einer Feuchtfarm versuchen. Moment. Ja, da ist einer in der Nähe. Ich schicke dir die Koordinaten. Ach, der Typ hat eine Menge Feinde, wie es scheint. Das lässt sich in seiner Branche kaum vermeiden. Stimmt die alte Skywalker-Form. Thank you.
Oder auch nicht. Kann mich natürlich auch täuschen. Das ist eine andere Form. Könnte man meinen, vielleicht. Ich glaube, ich bin da. Aber was ist das eigentlich für ein Ort? So überleben die Leute hier. Wenn du Wasser willst, gewinnst du es aus der Atmosphäre. Ha. Huh. Für mich offen halten? Da geht's wieder rauf. Das nehmen wir alles mit. Ah, da ist er ja, der Kollege. Hey, ND. Kein Hoss, nur ein toter Kopfgeldjäger und ein Transponder. Wenn er noch funktioniert, sollte er uns zu Hoss führen.
Das krieg ich hin. Sehr schön. Ja, da gibt es ein paar schöne Sachen. Perfekt. So, jetzt müssen wir wieder rauf. Können wir da gleich wieder raufgehen? Also gut, schauen wir mal, ob der Transponder noch funktioniert. Beobachtet. Der muss da irgendwo sein. Das ist wie Kängurus. Das war doch ein Sand. Für die Sandleute war das einer. Sand People. Das Problem ist, das Spiel hat aber trotzdem ein paar Bugfehler an manchen Stellen. Das ist immer so eine Sache. Ja, Sandleute. Yeah.
hey, ich will keinen Ärger. Ich suche nur jemanden. Schon gut. Ich wünschte, ich könnte dich verstehen. Sandleute. Der Anführer. Bitte was? Oura glaubt, dass du nach mir suchst. Deshalb haben sie dich durchgelassen. Wenn du Hoss bist, hat er recht. Jalen Rex sucht dich wegen eines Auftrags, aber anscheinend hast du zu tun. Nein! Wenn Jalen fragt, bin ich dabei. Ich bin der Beste. Ja, ist ja gut. Ein paar Banditen haben den Tusken eine Kreidrachenperle gestohlen. Sie dachten, ich wäre eine gute Geisel, aber das bin ich nicht. Die haben mich rausgeschmissen. Also bring ihnen die Perle zurück. Sie lassen mich frei und ich kann bei euch mitmachen, ja? Ach, wo ist sie? In einer Höhle mit einem Haufen Banterknochen davor. Da wimmelt es nur so von diesen Skrogs. Der Beste, ja? Du sagst es, Partner. Halt einen Kanal für mich offen. Na gut. Wow! Ah! Scheiße! Das war jetzt blöd. Das war unbeabsichtigt. Der Unterschlupf, okay. Ist hier jemand? Ende 5. Ich sterbe vielleicht in einer Höhle. Okay. Willst du gar nicht wissen, warum? Weil Haus in der Höhle ist? Ja, nah dran. Feindlicher Bereich. Ist jemand in der Nähe? Kein Grund zur Sorge. Ja, Francesco.
Pass hoch. Aber pass auf. Irgendwas stimmt hier nicht. Wie so eine Art Granatenwerfer, hä? Okay, da geht's nicht weiter. Das ist schon die Richtung. Das Pixelfehler drin. Gesehen? Bin ich durch die Steine durchgerannt. Ich hab die Hütte ausgeräumt und dabei bricht ein Rodianer. Ha, das muss sie sein. Kein Problem, oder nix? Die Waffe habe ich natürlich wieder verloren. So, jetzt gucken wir mal, ob es da irgendwas
Explosion auslösen. Was ist das, genau, machen wir wieder sowas. Wie gesagt, ich liebe Feuergefechte. Zu glauben, dass die Tusken uns noch nicht angegriffen haben. Vielleicht ist denen die Perle nicht so wichtig, wie wir dachten. Doch, ist sie. Die glauben nur, dass hier noch ein Kaltdrache lebt. Er kommt aber nicht zurück, oder? Ich meine, bei den ganzen Knochen davon. Was? Hast du Angst? Das ist einfach perfekt. So haben wir mehr Zeit, das Ding zu verkaufen. Ich halte lieber die Augen auf. Das kriege ich hin. Leder, glaube ich, oder?
Da. Das nehmen wir alles mit, was wir da so haben. Ja, das war jetzt eine gute Ablenkung. Perfekt. So, gucken wir mal, was wir da noch haben. Das nehmen wir auch noch mit. Die Perle, die müsste jetzt eigentlich da irgendwo sein. Schön. Eine Kreizdrachenperle. Man lernt nie aus. Hoss, sag deinen Freunden, ich habe ihre Perle. Mach ich, Partner. Hey, wir treffen uns bei der Höhle am Hinterausgang. So, das ist wieder eine geile Mission, das passt auf jeden Fall. Die habe ich mal intelligent alle getötet. Tatsächlich am Leben. Jalen hat einen guten Riecher. Hier, alles gut? Sie sagt, ich kann gehen, wenn du meine Zeche bezahlst. Zeche? Ja, in der Kantine. Sag ihr, jetzt will ich dich nicht mehr. War ein Versuch wert. Also gut, komm zur Andockbucht 94 in Mos Eisley. Und wir verziehen uns. Willst du gar nichts über den Auftrag wissen? Du bezahlst, ich bin dabei. Fertig. Wir sehen uns dort. Geile Mission. Ja gut, dann schauen wir mal weiter. Dann denke ich, werde ich die Folge hier mal so beenden. Mal gucken, ob wir Schnellreise machen können. Ich denke mal schon, dass das geht. Genau. Das Schwergewicht Drachenperle besorgen. So, jetzt gucken wir mal, ob wir da eine Schnellreise machen können. Da ist nichts möglich. Obwohl, doch. Gelegenheit. Folgen? Genau. Aber wir können da keine Schnellreise machen. Okay. Wir sind so langsam. So, Mos Eisley und dann beenden wir heute. Weißt du, Kay, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand wie du ins Sirius Tresorraum gelangt, beträgt 10.807. Was ist überhaupt versucht? Tja, warum wohl? Niemand kommt wie Nix und mich auf. Also müssen wir uns holen, was wir wollen. Und was genau ist das? Ich will nicht so enden wie Hoss. Hilfe! Wir werden von Piraten angegriffen. Sie kommen wie aus dem Nichts und wir sind unterlegen. Wir uns nicht bitte, lassen. Kann uns jemand helfen? Wir dann willst du auf der Flucht gehen. Für immer. Nein. Ich weiß nicht. Aber es ist besser als zu sterben, oder? Verstehe. Schießwütige Piraten, was? Ich
vorbei. Hallo, ich bin Kay. Ich habe euren Hilferuf gehört. Und ich bin froh darüber. Ich hoffe, du hast nur Puste, Kay. Denn es kommen noch mehr. Damit kann ich arbeiten. Erledigt sie alle! Das wird nicht einfach! So, dann passt es. Kann man so eine Nebenmission machen? Wir bezahlen die Hutten, damit sie uns schützen. Ich frag mich, wo die gerade sind. Die Hutten helfen nur, wenn es Jabba nützt. Hier, wir haben nicht viel, aber nimm das als Dank. Vielen Dank. Nehme ich gerne an. So. Komm, deine kleine. So, Mos Eisley, da sind wir doch jetzt da unterwegs. Ah, da haben wir Chawas. Mal gucken, ob wir denen was verkaufen können. Das ist schon geil. Gucken wir mal. Ja, was? Sieht aus wie eine riesige Handelskarawane. Denen was kaufen kann? Scheinbar nicht. Doch. Oh, hey. Das könnte ich machen. Ausschauen doch. Du musst ihn
Bitte? Ich hab schon... Wie wär's mit einer Spritzmund? Ein Schiff ist auch schon angekommen. Perfekt. Oh Gott, das Imperium. Ja gut, einen Kampf kannst du ja in der Stadt eh nicht anfangen. Wenn man den Planeten ausgebeutet hat, verschwinden sie. Der Rest ist ihnen egal. Anto Bucht 94, okay. ND5, ich bin an Andockbucht 94. Ist das Schiff bereit? Wird es sein. Holen wir da etwas ab? Jemanden. Wir treffen dort raus und dann können wir weg. Gut. Ich habe schon Sand in meinen Servos. Nicht da. Natürlich lässt er mich warten. Irgendwann werden wir erst noch einen Auftrag erledigen müssen. Der Typ. Horst, kommst du? Hä? Oh, ja, ja. Muss nur noch in der Kantine was regeln. Wir sehen uns später. Oh, ich sehe besser mal nach. Geil. Okay, ist das gespeichert? Ich denke schon. Dann mal schnell gucken, ob was für mich gekommen ist, bevor es weitergeht. Hallo, Ankh. Nee, da ist nichts gekommen, oder doch? Juli? Nee. Können wir nichts aus. Okay. Ich würde sagen, wir tun wir mal hier beenden. Speichern wir das Ganze mal ab. Speichern wir ab. Ja, war eine geile Folge wieder, muss man schon sagen. Am Anfang ein bisschen Weltraumschlachten und ein bisschen was mitgenommen. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel bei den Jawas getauscht. Ja, ich muss mein Schiff demnächst auch noch modifizieren. Ja, war eine geile Folge. Gut, dann hätte ich gesagt, sind wir durch mit der Folge. Wenn es euch wieder gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Abo und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Und wir hören und sehen uns dann zum nächsten Let's Play zu Star Wars Outlaws. Also, macht's gut. Ciao, ciao.